Wer hätte nicht gerne eine besondere Mutation der Venusfliegenfalle? Leider kosten diese besonderen Mutationen auch besonderes Geld. Wäre es dann nicht einfacher, diese dann über Samen zu ziehen, weil die günstiger sind? Bei eBay findet man häufig dann Angebote wie 5-mal Dionaea muscipula UK Sawtooth 2 oder Big Mouth oder Monkey Ass, wie sie auch immer heißen. Menschen, die schon Erfahrung mit Venusfliegenfallen haben, Fortgeschrittene, sind sich dessen bewusst, aber Anfänger häufig nicht. Man kann die Venusfliegenfalle und ihre Mutation nicht über Samen wachsen lassen. Das geht einfach nicht. Das müssen nämlich Klone sein. Und erst dann sind sie berechtigt, die Mutationsnamen UK Sawtooth 2, Phalax etc. zu erhalten. Eine Ausnahme bildet die Red Burgundy, die kann man über Samen wirklich ziehen. Alle diese Angebote weisen nicht darauf hin, dass man aus den Samen, die man da kauft, aus diesen 5 Samen UK Sawtooth 2, nicht die UK Sawtooth 2 bekommt. Und das bemängel ich. Die Pflanze kann der Mutterpflanze zwar sehr ähnlich sehen, aber es ist kein Klon. Man muss eigentlich die Beschreibung, die eingereicht wurde für diesen Kultivar, für diese Mutation, sich herunterladen aus dem Internet oder irgendwie anders herankommen und dann seine Pflanze mit den Eigenschaften dieser Pflanze, die beschrieben wurde, vergleichen. Wenn sie alle übereinstimmen, dann darf man auch diese Pflanze so benennen. Aber das wird eigentlich in keinem Fall der Fall sein, weil es immer Abweichungen gibt in Größe, Form, Farbe, Wachstumsgeschwindigkeit. Deswegen, wenn man eine besondere Pflanze haben möchte, muss man die von einem Klon erhalten. Und das geht nur vegetativ über Teilung des Rhizoms. Das führt jetzt zu 3 Problemen. Bestimmt gibt es doch mehr, mir sind erstmal 3 eingefallen. Erstens, du kaufst Samen zu einem völlig überzogenen Preis. 5 Samen für 11 Euro oder 10 Euro, 9 Euro. Wer zahlt bitte für 5 Samen 1,80 Euro das Stück? Wer garantiert, dass die frisch sind? Und das ist aber übertrieben, der Preis. Natürlich, der Markt entscheidet, ob jemand da bereit ist, das zu zahlen. Aber die Enttäuschung, was schon Punkt 2 ist, dann darüber, wenn die Pflanze dann, wenn der Samen keimt, die Pflanze wächst und am Ende sieht sie gar nicht so aus, wie sie aussehen sollte, dann ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Und der dritte Fehler ist, oder das dritte Problem, dass die Pflanze, die man zieht, der Anfänger ist sich unbewusst sicher, dass es halt eben jetzt eine bestimmte Mutation ist. Und wenn die groß ist, teilt er sie und versucht sie auch vielleicht bei eBay zu verkaufen oder an Freunde weiterzugeben mit dieser Bezeichnung. Und diese Bezeichnung ist völlig falsch. Und letztendlich führt es dann dazu, dass der Markt überschwemmt wird mit B52 etc. etc. Und das stimmt gar nicht. Das sind gar nicht die Klone davon. Die sehen völlig anders aus und damit wird unser gesamtes Hobby uns sehr stark erschwert. Daher rate ich euch, solche Samen bei solchen eBay-Angeboten nicht zu kaufen, wenn ihr unbedingt eine bestimmte Mutation haben möchtet. Warum sind die Samen eigentlich unrein? Das liegt daran, dass es nur eine einzige Venusfliegenfalle gibt, Dionaea muscipula. Es gibt keine Unterarten, es gibt nur diese eine. Alles andere, was wir sehen, zum Beispiel die Sawtooth, die ganz eng zusammen wachsende Fangzähne hat, die Phalax, die sehr lange hat, B52, die wirklich große Falmel. Das sind alles Mutationen, die, weil die Venusfliegenfalle sehr mutationsfreudig ist, die sind einfach entstanden. Und dann hat man so weit gezüchtet, bis die stabil wurden, die Mutationen, und dann hat man sie beschrieben und sie durften so benannt werden. Aber es ist und bleibt eine Dionaea muscipula. Die einzige Möglichkeit, wie schon gesagt, ist es, diese vegetativ zu vermehren, außer Red Burgundy. Und das geht halt eben durch Teilung. Wenn ihr also eine sehr teure Mutation haben möchtet, dann geht zu eurem Fachhändler des Vertrauens, der viel Erfahrung hat. Und dieser ist eigentlich in der Regel, hat er wirklich den Klon, hat er sich von anderen namhaften Züchtern geholt und vermehrt. Alles andere ist mit Risiko behaftet und ich wäre mir da unsicher, nicht ganz sicher, ob ich wirklich diese Pflanze habe.